Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Drakensang am Fluss der Zeit. Hier mit mir, dem Zonki Wonki aus Österlande, Wande, Chande, Gnade. So Leute, es geht weiter. Hier in der Gruft beim Boronsacker in Nadoretz. Da sind wir jetzt einmal drin. Wir haben da mal die Falle entschärft. Da wird jetzt der Quano die weitere Falle entschärfen. Jawohl, und wir treffen auf sehr viele Gegner, Leute. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, ja. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, Leute. Boronsacker. Na, schauen wir mal, was wir da alles looten können, liebe Leute. Ja, es ist jetzt eine neue Aufnahmesitzung. Ich habe doch nur 2 Folgen geschafft in der letzten Aufnahmesitzung. Ja, ist eigentlich egal, ich bin eh wieder da. So, Leute, ich brenne, liebe Leute. So, jetzt nicht mehr. Gut, da muss man langsam gehen. Ja, ich werde mir ein Flimflam-Funkel raufzaubern, weil jetzt geht's ja. Was haben wir da jetzt überall? Ah, da haben wir was zum Looten, meine Lieben. Zum Looten, ja. Sandstein, einfacher Verband, das ist super. Lederbänder, Kohle, ja, zum Craften halt ein bisschen was, ne? So. Was ich vorhabe, ich möchte auf jeden Fall jetzt zukünftig schauen, dass ich Einbeernsäfte mir mache. Einbeeren pflücke und so. Wo ich welche bekomme, weiß ich ja. Und zwar im guten Jagdrevier. Ja, da haben wir mal nichts drin. Das ist eine leere Gruft. Okay, das ist leer. Naja. So, dann gehen wir mal weiter. Auf uns treffen viele Skelette. Ich gehe mal da rechts rein. Da ist ja auch noch was. Ist da auch so eine leere Gruft oder irgendwas? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, schon wieder. Leute! Ah, diese Fallen! Wer hat am meisten Sinnesschärfe? Leute! Wer hat am meisten Sinnesschärfe? Ich habe nur 2, 8, 1, 7. Der Quano, aber der Vorkrim hat so eine 1, aber Zwergennase 15. Sinneschärfe, das ist das. Ja. Der liebe Quano hat Sinneschärfe. Somit will ich den Quano... Ja. Den Quano nach vorne schicken. Ich werde ihm auf jeden Fall nach vorne schicken, den Quano. Weil er hat Sinneschärfe zwar nur 8, aber das werde ich eh erhöhen. Was ist das? Mahnende Statue. Okay. Mahnende Statue. Seltene Münze. Alles zum Verkauf. Das ist cool. Falle entschärfen. Komm, Quano. Da ist auch nichts. Mahnende Statue. Ah, Fledermäuse. Okay, na bitte. Da brauche ich jetzt nicht wirklich was auffahren. So, kann man die ausnehmen? Ja. Kann man die eigentlich? Nö, die kann man nicht hier halten. Ist egal jetzt, wurscht. Ja, die Fledermäuse kann man nicht halten.
da. Ah, ja. Eine kann man häuten. Giftzahn, ah, okay. Hm? Was? So, lieber Quano, du machst weiter hier. Da haben wir noch was. Ja, wir räumen die komplette Gruft komplett aus. Schauen wir mal, was sich hier unten verbirgt. Welche Figuren die Leichen fressen. Ekelhaft, Leute. Mahnende Statue. Da kann man eh nichts machen mit derer. So, meine Lieben, es geht weiter. Und ich würde mal sagen, wir machen da weiter. Der Quano. Fallen schärfen. Und ich habe meinen Kaffee wieder am Start. Passt nicht zu dem Spiel. Und zwar mit meiner Minecraft-Tasse. Ja. Aber da trinke ich jetzt meinen Kaffee draus. Ich möchte eine Drachensang-Tasse haben, Leute. Ich möchte eine Drachensang-Tasse haben einmal. Das will ich. So, jetzt bekommen wir es mit. Leichenschmaus wurde aktualisiert. Ah! Leute, Ghule! Wir haben herausgefunden, wer die Leichen frisst. Ghule. Ich hasse Ghule. Krieg gerade Gänsehaut, Leute. So. Quano. Yeah. Du wirst nach denen machen, die sind verdammt schnell, Leute. Komm schon. Yeah. Hoho. So, meine ganzen Defensive weg. So, ich werde jetzt... Leute. Den da machen. Ja, wir werden ein bisschen... zaubern natürlich wieder, ne? Ja, da kommen viele Ghule nämlich. Bei Angriffsfahrt! Ja, jetzt habe ich keine hilfreichen Schlatze, Leute. So, wie schaut's mit dem Vorgrim aus? Wo ist denn der? Der Ghoul da. Quentchen, hast du den da schon? Der ist schon tot, Leute. Dann kannst du den da machen. Ja, wir bekommen es mit vielen Ghoulen zu tun. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Komm schon. Ei. Feiris. Ja. Ich bin schon angeschlagen, Leute. Kulminatio Kugelblitz. Fertig. So, passt. Ja. Super, Quano. Kannst du nicht looten? Die kann man nicht looten, Leute. Nö, die Kuhle kann man nicht looten. So, also ich werde jetzt mir einen Armatrutz zaubern. Da bin ich ja jetzt. Dann werde ich der Feiris ebenfalls einen Armatrutz, aber die hat keine Energie mehr. Keine Astralenergie. Müsst ihr mal für eine Armatrutz. Ja, aber der geht ja eh wieder rauf. Ja. So. Ja. Ich werde weiter marschieren mit dem lieben Quano. Ja, wir sind in Folge. Wahnsinn! 146 Leute. Es geht schon wirklich rund. Das ist ein Wahnsinn. So, schauen wir mal. Seltene Münzen, die lassen sich sehr gut verkaufen, Leute. Finde ich gut. Urnengräber. Schauen wir mal, was wir da alles haben. Ja, ich werde auch einmal eine große Crafting-Folge machen einmal. Das möchte ich auch einmal machen. Mit so vielen Sachen und so. Wo soll ich zuerst hinmarschieren? Rechts oder links? Ich würde mal sagen links, oder? Ja, jetzt kann die Feiris wieder einen Armatrutz machen.
Aber hilfreich ist Schlatze im Moment nicht. Ja. Da haben wir noch eine Urne. Unterwegs. Unterwegs. So, jetzt habe ich keinen Flimflam-Funkel mehr. Wieder los, Licht, das wird ein Licht. Was? Ja? So, hilfreiche... Nö. Hilfreiche Schlatze. Hilfreiche Tatze. Was? Hilfreicher Waldschröter. Hilfe, Leute. Was ist denn das? Hm? Was? Muss das sein? Ah, hallo Mr. Ghoul. Boah, die sind schnell, Leute. Ist das ein Wahnsinn, wie schnell die sind? Yeah. Komm schon. Komm, komm. Ja. Mach ein bisschen draufschmeißen hier. Der liebe Vorkrim wird den umwerfen und auch gleich die Axt draufschmeißen. Alle auf einen, da kommt nur einer. Doch lächerlich, oder? Super. Ah, da ist noch einer. Da sind noch welche. Denke ich mir, dass der nicht da ganz alleine ist. So, Flimflamfunkel sage ich, Kugelblitz. Ja. Vorkrim, du kannst den umschmeißen und gleich drauf. Angriff! Ja? So, und die Feier ist. Wir draufschlagen einfach. Das geht eher nicht ganz gut. Fertig? Ja, der Waldschritter hat dir den Rest gegeben. Ja. Da ist das toll. So, wir werden einen Quick Save. Hallo Tobi! Was ist los? Okay. Herr Tobi. So. Wow, ja. Ausgebleichte Knochen, ja, nicht so viel wert, aber 10 alte Bronzemünzen. Also ich finde das schon cool. Ja, ich brauche mehr Sinnesschärfe beim Koano. Ich brauche mehr Sinnesschärfe beim Koano, das ist wichtig. Meine Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's wirklich gut. Sind wir ja schon im Oktober, liebe Leute, mittlerweile. Und finde ich cool. Ich mag den Oktober, ehrlich. So, da ist so wie ein Labyrinth da drin. Das ist ein Wahnsinn. So, da haben wir Ghule. Ghuli-Wuli. Ja! Die sind eher nicht ganz einfach, aber sie sind extrem schnell, diese Ghule. Die sind wirklich so schnell, wie man bei uns in Österreich sagt. So, da Vorkrim kann sich gleich den vornehmen. Das sind nämlich mehrere wieder. Und die liebe Fairis Klapairis. Auch den da. So. Ja. Die sind mal hinüber. Gut. Also es ist wirklich gefährlich da drin. Bevor wir da runtergehen, gehen wir mal darüber. Nö, oder da. Schauen wir mal, Leute. Ja, schauen wir mal. Ich bin gerade ganz konzentriert, Leute.
Ja, ich möchte an dieser Stelle gerade jetzt einen lieben Gruß an den Honk da lassen. Hallo, lieber Honk. Und besucht auch seinen Kanal, H-O-N-K-H, Honk. Schaut seine Videos, abonniert ihn, ganz fleißig. Ich mache gerne Werbung für ihn, nicht weil ich dann gut dastehe bei ihm, sondern einfach weil er es verdient. Leute, er macht Top-Let's Plays, er ist einfach ein genialer Let's Player und unglaublich cool. Dann noch einen wirklichen lieben Gruß an den Herrn Kittenkurmler. Hallo, Herr Kittenkurmler. Yeah. Auch einen lieben Gruß an dich. Und ja, auf jeden Fall. Dann an meine Mutter. Hallo Mutti, ich hab dich so lieb, wirklich. Und einen lieben Gruß an dich und danke, dass du auch so schön schaust, meine Folgen. Einen lieben Tavalero, der immer wieder in meine Livestreams kommt. Für sicher eine Stunde oder so. Super, also mir gefällt das ganz gut. Und ja. Und an alle anderen, die da schauen, auch noch eine herzliche Grüße an euch. Hä, was ist? Der lebt noch immer? Ha! Leute! Fertig! Ich finde die gut, den Waldschröter, Leute. Ich finde den wirklich gut, den Waldschröter. Ja. So, wie viel habe ich eigentlich noch vom Flimflam Funkel? Ja, eh, aber nicht viel. So, gibt es da irgendwo noch eine Urne oder irgendwas? Ja, ich habe so Bock, das Spiel zum Spielen. Ah, Falle ausgelöst. Leute! Ich weiß, ey, du brennst. Ich muss warten, bis es aus ist. So, dann schauen wir mal da in den Sarkophag rein. Schon erledigt. Grab. Emblem. Questgegenstand. Ah, Emblem. Ah, Embleme. Da muss ich ja Embleme sammeln, genau. Also da ist ein Grab. So, da ist einmal fertig. Wieder so eine Statue, die nichts bringt. Schauen wir uns mal die Karte an. Haben wir schon einiges aufgedeckt. Leute, gut, Grab. Erwartet mal. Ist da hinten noch irgendwas? Weil irgendwie... Achso, nein. Nein, überhaupt nicht. Gut. Ich habe gedacht, bei der Karte, dass ich ganz aufgedeckt war. So, ich gehe mal rauf jetzt. Wie schaut's aus? Folgenmäßig ist es gleich vorbei, die Folge. Und... ja, wir schauen mal auf die Koordinate. Da oben geht's noch weiter. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Aufpassen. Da kommen Ghule. Hallo Ghul. Hallo Ghuli-Wuli. Ich mach den gleich fertig, bevor er angestürmt kommt. Wow, die sind so ekelhaft, Leute. Hi. Wirklich. Die sind so dermaßen ekelhaft. Wie viel das jetzt sind, weiß ich nicht. Da ist noch einer, dann noch. Ja, da sind ein paar Ghule gleich. Ja. Habe mir gedacht. So, Quäntchen. Komm schon. Wah. Mir macht dieser Gruft bis jetzt eigentlich richtig Spaß. Ich bin ja der Klopper, ich kloppe gerne. Komm schon. Komm, komm. Nö, ich muss treffen auch, Leute. So, Vorgrim nimmt sich den hinteren vor. Leute. Was? Die liebe Fyris macht ebenfalls einen Donnerkeil. Ja, fertig. Wie viele da kommen? Weiß ich jetzt nicht. Fertig.
So, ich habe kein Flimflam-Funkel mehr, dann werde ich den jetzt einmal weitermachen. Und die Folge ist vorbei, meine Lieben. Ja. Die Folge ist vorbei. Ja, da kommen wieder Ghule. Ja. Die werden wir dann in der nächsten Folge machen. Nö, werden wir jetzt machen, noch schnell. Zwei Ghule, Ghuli-Wulis. Und dann verabschiede ich mich dann nach diesem Ghulen hier. Komm, komm! Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich einmal getrost behaupten, ne? Ganz fix. Ja. Ja. Der liebe Vorgrim, der schlagt hier drauf, dann hier, dann hier und so weiter und so fort. Nö, du, da macht, was ich da sage. So. Die sind auch gleich geröstet. Und meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Morgen oder übermorgen, je nachdem. Ich freue mich schon auf euch wieder. Und auf die nächste Folge. Game over in der Zong. Ciao.